Das Domviertel wächst. Im südlichen Baufeld am breiten Weg 257 bis 260 schreiten die Rohbauarbeiten an den Gebäuden der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg voran. Zusammen mit den Häusern in der Dannstraße hat die Wobau den größten Anteil am neuen Domviertel. Es werden ca. in Summe 120 Wohnungen, wenn ich die Dannstraße dazu nehme, ca. 120 Wohnungen entstehen, ca. 10 Geschäfte aus von uns, von der Wohnungsbaugesellschaft selbst, 421 Stellflächen für Fahrzeuge. Das sind auch 4 öffentliche Elektroparkplätze dabei. Ab September stehen die Arbeiten an den Dächern der Gebäude auf dem Plan.